Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, auch einen Impuls beizutragen zur anschließenden Diskussion. Ich wurde gebeten, bei uns über den KI-Einsatz am Lehrstuhl im Rahmen eines normalen Moduls im Lehramt kurz zu berichten. Das sehen Sie schon auf dieser Deckfolie. Die Implementation, die geschah im Rahmen des BMBF-Projektes PetraKIP, zu dem ich jetzt eigentlich, genau wie zu den Forschungsfragen, relativ wenig sagen werde. Wenn Sie da Fragen, Interesse haben, gerne. Aber mein Fokus geht jetzt vor allem darauf, so ein bisschen die Erfahrung, was haben wir gemacht, was ist passiert, welche Reaktionen haben sich entsprechend gezeigt. Und ich kann vielleicht auch die Frage für Sie selber nochmal mit aufstellen, die Frau Ewert ja schon in den Raum gestellt hat, wie intelligent ChatGPT tatsächlich ist. Kann ich vielleicht einen Beitrag leisten, weil wir es natürlich auch ausprobiert haben. Wenn Sie Fragen zu entsprechenden Ergebnissen haben, was da auch tatsächlich vielleicht forschungsmethodisch herausgekommen ist, dann gerne. Aber ich werde erstmal so ein bisschen die Operationalisierung des Treatments zeigen, weil die entsprechend ja den KI-Einsatz in der Lehre dokumentieren. Die Idee, die dahinter steckte bei uns, war, dass in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung prinzipiell dieses Reflektieren als ganz großer Bestandteil von Kompetenzgewinn im Rahmen der Lehrerbildung angesehen wird. Und da gibt es auch viele verschiedene Verfahren und so das Portfoliosystem, das Sie alle kennen, in all seinen Variationen, das spielt da eine ganz große Rolle. Und da gibt es auch entsprechend auch schon digitale Formate, die versucht haben, das zu strukturieren, einfacher zu gestalten, attraktiver zu gestalten. Und ein relativ bekanntes solches Format ist dieses Metafolio. Und das wird vor allem in der Schweiz eingesetzt, ein so kleiner Exkurs. Die sind da etwas relaxter, was den Umgang mit persönlichen Daten angeht, als bei uns. Und die dürfen also da tatsächlich in Lehrveranstaltungen, Praktika, Unterrichtssituationen, Situationen in Lehr-Lernveranstaltungen aufnehmen und entsprechend dann in diesem Portfolio mit Studierenden, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern austauschen und sich darüber entsprechend Gedanken machen. Innerhalb dieses E-Portfolios, innerhalb dieser App, gibt es auch gewisse Prompts, die einem helfen, solche Reflexionsprozesse entsprechend zu gestalten. Und sie können sich auch Rückmeldungen zu ihren Überlegungen einfordern. Die werden dort aber in der Regel von irgendwelchen Peers gemacht oder von irgendwelchen Experten, also sind Menschen, die dahinter stehen und reagieren. Einzige kleine Einschränkung ist, auch dieses System konnte schon, hat mit KI natürlich noch nichts zu tun, aber anhand der Maske erfassen, wie viel da jemand geschrieben hat, ob das jetzt eher kurz, lang ist, und auch so ein paar Textbausteine wurden erkannt, also hat jemand in der Metaperspektive mit Ich geschrieben oder sonstige Dinge, und das war's aber. So, und an der Stelle hat dieses System aufgehört und es wurde auch entsprechend nicht mehr technisch weiter verfeinert, weil das eben in so einem Umlauf war, der für das, was die gebraucht haben, tatsächlich vollkommen genügt hat. Ja, und da hat es jetzt im Prinzip bei uns angefangen, dass wir darüber nachgedacht haben, ja, also wir wollen ja auch entsprechend versuchen, Studierende so eine professionsbezogene Reflexionskompetenz beizubringen. Und jeder, der sich irgendwie damit mal beschäftigt hat, der hat festgestellt, also das ist sehr schwierig, schon allein zu definieren, was jemand können muss, damit er entsprechend gut reflektiert, und dass es auch gar nicht so leicht ist, trotz Anleitungen sowas zu schreiben. Und dass das also tatsächlich zwar jeder fordert, aber so ganz, ganz genau man nicht weiß, wie man das fördern kann. Und dass eben Rückmeldungen wohl ein ganz entscheidender Beitrag sind, um das zu generieren. Und genau an der Stelle hat jetzt dieses Projekt, in dem das implementiert war, angeknüpft, dass wir also versucht haben zu überlegen, okay, also wir brauchen Rückmeldungen zu diesen Reflexionen und wir brauchen vielleicht auch Hilfestellungen zu diesen Reflexionen. Und wir wollen aber einen Schritt weitergehen als in diesem Metafolio-Konzept. Das sehen Sie auch gleich auf der nächsten Folie. Sondern die Idee war eben, dass also keine Menschen diese Rückmeldungen permanent geben zu diesen Reflexionen und dass auch ein mögliches Prompt-System, das also den Studierenden Hilfestellungen offeriert, nicht von irgendjemandem betreut wird oder durch irgendwelche Standard-Prompts beantwortet wird, sondern tatsächlich also hier flexibel auf individuelle Lernsituationen reagiert. Und das hatte zur Konsequenz, dass also in diesem ersten Versuchsstadium wir diese schriftlichen Reflexionen in so einem E-Portfolio
eingebaut haben. Das zeige ich Ihnen auch gleich, wie das funktioniert hat. Und entsprechend dann am Ende die Studierenden zu ihren Reflexionen, das sind, haben sie mehrmals anfertigen müssen, Rückmeldungen bekommen. Und nachdem es eben ja ein experimenteller Ansatz war, spielt aber jetzt hier, glaube ich, nicht die ganz große Rolle, eher wenn es dann um die Erfahrungswerte geht, haben wir natürlich ein bisschen schauen wollen, ja, wie sind denn jetzt die Unterschiede der Effekte bei menschlichem Feedback, bei KI-Feedback, wie sieht es bei der Akzeptanz aus, bei der Wirkung, bei der Einschätzung der Studierenden. Wir haben also sowas auch quasi hinterfragt, was Frau Ewert vorhin mit ihrem Übungen gemacht hat, dass man entscheiden konnte, ja, was meinst du denn jetzt? Welche Rückmeldung hast du denn bekommen? Und so ähnlich haben wir also diesen Ansatz auch gewählt. Wir haben am Anfang in unserem ersten Ansatz tatsächlich noch zwei verschiedene KI-Systeme verglichen miteinander. Wir haben selber im Rahmen dieses Projektes ein System genutzt und konzipiert, dieses Papagei. Da war der ganz große Vorteil, dass das entsprechend natürlich nur gefüttert war mit entsprechenden Informationen, die für so eine professionsbezogene Reflexion notwendig sind. Und dann hat uns die Technik 1:1 überrannt. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass was wir uns in 2,5 Jahren erarbeitet haben, ChatGPT, und da war es noch die Version 3.5, eigentlich schon nahezu das Gleiche konnte, was wir in 2,5 Jahren mühsam erarbeitet haben. Und dementsprechend haben wir also jetzt ähnlich den Ansatz nochmal gedreht. Ich glaube, na gut, dann versuchen wir doch mal das Gleiche nochmal umzusetzen. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn man es beispielsweise mit ChatGPT 4 versucht? Ja, und diese Überlegung, die zeige ich Ihnen jetzt, wie das also aussah. Bei uns haben also die Studierenden, es geht ja jetzt darum, wie ist es implementiert in die Lehr-Lern-Veranstaltungen. Wir haben also zwei Basisveranstaltungen, die jeder Lehramtsstudent besuchen muss. Also eine Vorlesung und ein Seminar. Gibt es auch noch ein freiwilliges Tutorium dazu, bei dem man Fragen stellen kann. Und jetzt kommt also der KI-Einsatz. Sie Studierenden dürfen ein E-Portfolio erstellen. Da sind also mehrere Teile drin, kann ich Ihnen auch kurz ein bisschen zeigen. Vor allem aber müssen die Studierenden eben mehrmals reflektieren und sie sollen auch entsprechend auf diese Rückmeldung, die sie bekommen, nochmal eine Reaktion zeigen, wie sie denn jetzt damit umgehen, was sie für eine Rückmeldung zu ihrer Reflexion bekommen haben. Also sie müssen zweimal mindestens zu einer Unterrichtssituation eine solche Reflexion anfertigen und diese Rückmeldungen werden eben zu einem Teil von der KI übernommen. Das sieht also in der Umsetzung so aus, das kann ich ganz schnell mal mit 2, 3 Folien zeigen. Wir haben also auf StudOn ganz normal so ein E-Portfolio implementiert. Und die Studierenden haben dann also eine Aufgabenstellung. Das sieht also so aus, dass die am Anfang erklärt bekommen, überhaupt nochmal, was ist denn eine Reflexion, warum mache ich das, aus welchem Grund steht es überhaupt an. Die haben dann als Aufgabenstellung eigentlich so ein Fallbeispiel, so eine Unterrichtssituation und sollen dann eben entsprechend anhand dieser Unterrichtssituation, dieses Fallbeispiels, sollen sie mit den Erläuterungen, was der Arbeitsauftrag eigentlich beinhaltet, was eine Reflexion ist, so einen Musterschreibplan, wie man sowas anfertigen kann, auch eine Definition, was es überhaupt ist und ein paar Kriterien anfangen zu reflektieren. Das ist durchaus sinnvoll, das haben wir in den ersten Durchläufen gemerkt. Also die wenigsten Studierenden bei uns, die im ersten oder zweiten Semester sind, haben jemals irgendwann mal eine sinnvolle Reflexion verfasst. Und von daher ist es also notwendig gewesen, da noch ein bisschen vorzubauen. Ja, und dann sehen Sie Ihr Fallbeispiel an und jetzt wird es quasi interessant, jetzt kommt die KI ins Spiel. Wir haben uns also für so ein Unterrichtsbeispiel Literatur und Theorie gestützt, einige zentrale Merkmale, / Kriterien einer guten, professionsbezogenen Reflexion herausgesucht. Und zu diesen Kriterien, 8 Stück, wie Sie hier an der Folie sehen, ausgewählt, erhalten jetzt eben die Studierenden abwechselnd eine Rückmeldung, entweder durch Dozierende oder durch die KI, in dem Fall, was Sie gleich sehen, das Beispiel ChatGPT 4. Ja, damit Sie mal einen Eindruck haben, also das ist jetzt so der Anfang beispielsweise einer solchen Rückmeldung, die die Studierenden dann bekommen, die jetzt also in dem Fall hier KI
gestützt entstanden ist. Das, was Sie in eckigen Klammern sehen können, ist nur das, was ich eingefügt habe, damit Sie also sehen, dass also ChatGPT die Struktur aufgenommen hat, die wir logischerweise davor implementiert haben. So, und jetzt war ja die Frage so ein bisschen Erfahrungswerte. Was kam denn raus? Was ist denn entstanden? Also ich darf an der Stelle schon, obwohl ich noch ein paar Folien habe, die das vielleicht auch untermauern können, gleich sagen, also unsere Einschätzungen, die decken sich sehr natürlich mit der, die Frau Ewert auch schon vorhin angeführt haben. Also wir waren sehr positiv überrascht, wie eloquent und wie stilistisch auf den ersten Blick zumindest durchaus ansprechend ChatGPT hier geantwortet hat. Wir haben vorher eher vermutet, also ich habe auch mal Germanistik studiert vorher, dass ich das deutlich besser kann als Dozent und das sehr viel schöner schreiben kann. Und das war also nicht der Fall. Wir haben aber auch das Gefühl gehabt, dass die Aussagen erstmal etwas schwammiger waren, etwas weniger konkret waren und man manchmal mehrere Zeilen lang suchen musste, bis man tatsächlich die harten Fakten gefunden haben, die jetzt wirklich eine harte Aussage entsprechend auch verdeutlichen. Auch da, ne, ich gehe jetzt aufs Prompting davor nicht weiter ein, aber das war so unsere Erfahrung. Und wir haben vor allem eine ganz große Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse nicht stabil waren. Das heißt, wir haben also dann die gleichen Reflexionen mehrfach hintereinander in das System eingegeben und es kam nicht jeweils immer die gleiche Rückmeldung wieder raus. Das ist natürlich durchaus interessant und auch manchmal als Problem zu werten, weil man natürlich nicht einschätzen kann, welche Ergebnisse tatsächlich rauskommen. Was aber vielleicht interessant ist, auch wenn ich nicht auf die Forschungsfragen eingehen möchte, also wir haben keine Effekte beim Unterschied feststellen können zwischen den Akteuren, also zwischen den Menschen und der KI, was die Erfolgswahrscheinlichkeit beim nächsten Mal eine bessere Reflexion zu schreiben tatsächlich verändert. Und das, obwohl wir in unseren ersten Versuchen, das hat mit ChatGPT 3.5 und mit unserer Papagei-App nur bedingt funktioniert, entsprechend kaum so Feed-Forward-Gedanken haben. Also Überlegungen in die Richtung, was müsste ich denn tun, damit ich beim nächsten Mal besser bin? Und da haben wir vermutet gehabt, dass wir besser zwischen den Zeilen lesen können, als entsprechend möglicherweise die KI. Und ich sage an der Stelle, ich glaube auch immer noch, dass das so ist. Ich habe jetzt leider keine verschiedenfarbigen Überschriften wie Frau Ewert vorhin, aber ich sage jetzt dazu, das ist meine persönliche Einschätzung, da ich im Bereich Feedback-Forschung forsche. Ich vermute, dass das natürlich sehr stark mit der Nutzung des jeweiligen Feedbacks zusammenhängt und es natürlich immer die Frage ist, wie intensiv und wie genau jemand tatsächlich diese Rückmeldungen liest. Das heißt, ist er überhaupt gewillt, möglicherweise solche Anmerkungen, die ganz feinschrittig und detailliert eben genau möglicherweise diese Informationen zwischen den Zeilen auch tatsächlich dann zu berücksichtigen, wenn er das nächste Mal seine Reflexion verfasst. Da kommen ja auch noch weitere Komponenten dazu, Anstrengungsbereitschaft, Motivation und so weiter. Aber es war zumindest das Ergebnis erstmal, dass also zumindest die Art und Weise, wie rückgemeldet wird, keine Effekte auf diese Reflexionskompetenz besitzen. Und, das ist vielleicht auch positiv, diese Gruppe hatte trotzdem bessere Ergebnisse als die in der Kontrollgruppe, die überhaupt keine derartigen Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben in dem Fall leider keine gleich großen Gruppen, weil wir natürlich freiwillig diese Gruppenzuteilung machen mussten. Will jemand tatsächlich eine Rückmeldung, will jemand keine Rückmeldung an der Stelle haben? Aber das vielleicht so als Überlegung dazu. Was haben wir gemacht und was haben wir jetzt in dem Zusammenhang noch vor mit den Erkenntnissen, die wir gerade haben? Sie sehen gerade unten im roten Kasten, wir haben uns also jetzt mit den Effekten von Feedback untersucht und haben also festgestellt, dass Feedback durchaus Effekte auf diese Reflexionsqualität besitzt, es aber wohl im Augenblick nicht so entscheidend bei unserer Herangehensweise war, ob dieses Feedback von ChatGPT kam oder ob dieses Feedback tatsächlich von uns als Dozierende kam, aber mit eben der Limitation, dass wenn man sich mal theoretische Modelle dazu anschaut, natürlich sehr viel mehr Faktoren eine Rolle spielen als nur diese Rückmeldung, um Reflexionskompetenz aufzubauen bzw. zu verbessern. Wir haben demnach jetzt im zweiten Schritt vor,
auch an diesem Prompting-System anzusetzen. Wir haben also bisher Prompts gehabt, die standardmäßig von den Studierenden, ähnlich wie bei dem Metafolio-Konzept, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, anklicken konnte. Also die haben quasi so hierarchisch, ähnlich wie bei einer Taxonomie angesetzt, verschiedene Hilfestellungen anwählen können, wenn sie das wollten. Und haben die eben genutzt oder nicht genutzt. Und unsere Idee an der Stelle ist jetzt eben gewesen, dass wir sagen, okay, dieses System, das wir entsprechend als nächstes generieren möchten, das wird jetzt also nicht mehr darauf aufbauen, dass jemand selber entsprechend einen Standard-Prompt anklicken muss, sondern die Idee ist eben, dass der Prompt tatsächlich von selber aufklickt und man entsprechend auch einen individuellen Hinweis bekommt auf die Problematik, die man gerade hier entsprechend versucht umzusetzen bei so einer Reflexion. Und die Frage wird natürlich sein, ist es also auch bisher relativ empirisch gesichert, dass Prompts einen Lehr-Lern-Prozess stützen können? Die erste Frage wäre natürlich, ob Prompts prinzipiell auch bei Reflexionen helfen. Und die zweite Frage in diesem Kontext wäre dann entsprechend eben, ob das auch hier mit einem KI-gestützten System ähnlich funktioniert wie das, was möglicherweise ein Dozent machen könnte in einem persönlichen Kontakt. Das war der kurze Ausblick oder Einblick meinerseits in unseren KI-Einsatz bei uns in der Modullehre.